So, hey, willkommen bei mir auf dem Channel. Ja, langsam sieht man, wie die ganzen Bären fertig sind. Ich habe schon einen Haufen gefuttert. Aber das will ich euch heute nicht zeigen, sondern hier haben wir mega rumgewütet. Beziehungsweise ich und noch einen aus meiner Rollergruppe, mit dem ich hier war, haben hier alles freigeschlagen. Hier wird in Zukunft, ist schon angefangen, Bio-Verwertung, ist ja schon alles, ja, fertig. Kann man schon die Erde nehmen, ja, super durchkompostiert. Ja, das wird in Zukunft auch weiter der Komposthaufen bleiben. Moment. Überall. Hier sind welche Trauben, wachsen auch da. Wahnsinn, wie viele Trauben ist das? Ich weiß nicht, ob ihr das seht auf der GoPro. Alles voller Trauben. Mega lecker. Aber noch nicht ganz fertig. Jo, endlich mal wieder ein Garten-Vlog. Jo, ich bin gerade ein bisschen am Holz schneiden. Jo, besser gesagt sägen. Ich habe mir gerade die Säge ausgeliehen. Und hab ein bisschen was vor. Ich bin heute auch nicht ganz alleine. Ja, voll viel Müll muss ich entsorgen. Wir machen jetzt schön Feuer. Ohne Ende Essen gekauft. Oh, es wird richtig gespachtelt nachher. Wir haben so viel gekauft für 4-5 Leute. Und wir sind nur zu zweit. Ja, jetzt schaut euch mal um. Großartig hat sich nichts getan. Wir waren über einen Monat nicht mehr hier. Das Holz haben wir jetzt ein bisschen weggemacht. Hier hat sich gar nichts getan. Da hinten hat sich was getan. Vor einem Monat habe ich angefangen und es dann, ja, eine Woche, zwei später, dann zu Ende gebracht. Man sieht es ja, hier hat sich der Turm gesammelt. Früher konnte man nur bis hier gehen. Und mittlerweile, ihr seht schon, es wächst schon wieder nach. Da, die ganzen jungen Trieben wachsen einfach wieder nach, die Mistviecher. Muss ich alles wieder radikal wegmachen. Hier auch ein bisschen, dass ich wieder in Biotonne komme. Also Komposter ist da hinten. Ja. Ja, das wird jetzt dann noch ein bisschen getrocknet. Nächstes Jahr wird es verfeuert. Ja, die Trauben waren sehr lecker. Die Birnen auch. Hab nicht so viel geholt, aber ja. Ja, ich bin, wie gesagt, auch heute nicht alleine. Ich habe Besuch. Infinitum ist da. Wir grillen, essen. Erst jetzt gerade eine Runde mit meiner Zip unterwegs. Und ich schalte euch vielleicht nachher nochmal ein. Dann könnt ihr noch zuschauen, wie es Feuer knistert. So, wir haben jetzt den Grill entleert. Voll die Schlacke. Das ist ja eine Waschmaschinentrommel. Somit rostet sie nicht. Jetzt schütten wir mal ein bisschen Wasser rein. Oder ich habe schon ein bisschen. Und ja, dass einfach noch der restliche Schlamm und so rausgeht. Dann wird sie getrocknet und eingepackt für den Winter. Und nächstes Jahr kann ich das Ding wieder benutzen. Es wird ja nicht rosten. Ja. Also ich finde die Idee immer noch sehr gut. Ich habe mehrere Roste. War eine tolle Idee. So, bis nachher. So, ja, hier hat sich noch lange nichts getan. Die Wurzeln haben wir langsam mal zusammengetan. Hier wachsen langsam sogar schon Pilze. Nicht so cool. Interessiert nicht. Nächstes Jahr wird es hier alles umgegraben und dann entscheiden wir, ob wir jetzt Kies hinmachen oder nur Platten oder Rasen. Naja, sieht Katastrophe aus, aber naja. So, hier wurde gerade sogar Rasen gemäht. Männer bei der Arbeit. Es ist kaputt, ich hab's kaputt gemacht. Quatsch, du tust es falsch rumschieben. Nee, aber ich hab's gerade so probiert und es geht nicht mehr. Jetzt genau so. Ich habe jemanden gefunden, der mir meinen Rasen freiwillig mäht. Ich habe nicht mal bitten müssen oder so. Vielen herzlichen Dank an dieser Stelle. Ja, ich habe mich ein bisschen ausgetobt mit der Heckeschere und habe diese Ecke mal frei gemacht. Ja, die war überhaupt nicht zugänglich. Die war bis hier zugewuchert eigentlich. Und jetzt ist ja halt Herbst. Jetzt hat sich alles wieder
in das hier geendet. Ja, einmal kurz rumgehen. Das werde ich alles noch beschneiden. Aber ich glaube nicht mehr dieses Jahr, dass hier auch dann und wann ich Lust habe. Da hinten gibt es auch schon einen kleinen Berg. Ja, es gibt groß nichts zu erzählen. Das hier werde ich auf jeden Fall beschneiden noch. Diesen Baum in Zusammenwachsung mit den Reben, also mit den Trauben. Das war ja eine Katastrophe. Das will ich nächstes Jahr nicht mehr so haben. Ja, und natürlich die Hecke. Aber das mache ich oder machen wir erst im Frühling. Kurz vorm Frühling machen wir das. Oder dann, wenn es wieder warm ist und wir Bock drauf haben. Momentan sind wir ein bisschen faul. Ja. Und nun haben wir den ganzen Müll. Moment kurz. Jetzt haben wir den ganzen Müll zusammen sortiert. Das stand ja hier im ganzen Berg. Jetzt sind es noch 2-3 Säcke und ein halber Stuhl. Eine Fahrt und dann ist das auch weg. Bereit zur Abfahrt. Schön gesichert, wie sich das auch gehört. Hier mehrmals. Das ist ein bisschen locker, finde ich. Könnten wir nochmal nachziehen. Aber gut. So, mit dem Grill sind wir eigentlich soweit. Jetzt, ich nehme jetzt gerade mit dem Handy auf, das ist leichter. Schaut mal, wir haben es ein bisschen verkehrssicher gemacht, dass es ein bisschen auffällt und so. So, und dann haben wir Müll drauf, einen Haufen Glaszeug und Plastik. Das waren mal Stühle und so. Und ja, er ist gut vollgepackt, muss ich sagen. So, der Müll ist gepackt. Guckt euch das mal kurz an. Hier war eine ganze Berg voll Müll, Tonnen und bla. Ich bin nicht alleine, sorry. Ja, habe ich jetzt den Rest zusammen mit dem Rudi zusammen aufgepackt. Sieht aus wie ein kleiner Packesel. Guckt euch das mal an. Ordentlich schön straff gezogen. Wir haben das erste Mal diese Seile richtig ordentlich verwendet. Guckt euch das mal an. Katzenaugen. Und da ist immer noch das improvisierte Licht. Ich glaube, das improvisierte Licht wird einfach dauerhaftes Licht werden. Ja. Hoffe, es hat euch gefallen und wünsche euch noch einen schönen Abend.